Horror ist ein Genre, was ich immer eigentlich bewundert habe und auch immer machen wollte. Als Schauspieler ist es natürlich eine große Herausforderung, so eine Rolle zu spielen. Das sind Sie? Herr Hongkong. Und natürlich auch ein großes Glück. Herr Honker, auf Wiedersehen. Einen schönen Feierabend wünsche ich Ihnen. Höchstpersönlich. Wenn man sich diese Fotos von Fritz Honker anguckt, die wirklich von Hässlichkeit leben, die kaputten Zähne und die schlechte Haut und vor allem das Schielen, das musste alles gebaut werden. Es dauert so knapp 3 Stunden. Also das hängt immer davon ab, ob man noch die Arme macht oder die Beine. Aber so das Gesicht an sich dauert so 2 Stunden 40. Der junge Mann würde dir ein Getränk ausgeben. Wir haben die Kneipe 1:1 nachgebaut, damit sie so realistisch und glaubhaft wie möglich ist. Wenn ich dann aufs Set kommt und denkt, das ist ja unglaublich, das ist 1:1 nachgebaut. Ganz echt. Man war immer erstaunt, wenn man rauskam, dass man nicht auf der Reeperbahn war. Ich freue mich immer wieder, mit neuen Leuten zu arbeiten, neue Leute zu entdecken. Soldaten Norbert, Tampon Günther, Cooler Rumwaldraut, Nasen Ernie, Dornkart Max. Wie kommt man denn zu so einem Namen? Weil du nur morgens, mittags, abends Dornkart trinkst. Und heißt Max? Nee, Peter. Wenn ich das so vergleiche mit dem Radfahren, ich fahre das ganze Jahr tolle Rennen, aber mit Fatih zu drehen, ist für mich Tour de France fahren. Er hat so ein Gespür, er weiß genau, wenn was stimmt und wenn was nicht stimmt, dem kann ich total vertrauen. Fatih hat mich angerufen und gefragt, jo, möchtest du in einem Film von mir spielen? Er so, ja, es geht um Nutten, Morden und ich so, ja, dann spiele ich auf jeden Fall mit. Und bitte! Ein realistisch extremer Regisseur wie Fatih, den interessieren immer Sachen am Rande des, was Menschen ertragen können. Du sollst nicht weinen, wenn ich einmal von dir gehen muss. Oh, denk. Man braucht auf jeden Fall starke Nerven, um den Film zu gucken. Ich habe den Film schon gemacht, um Leuten auch Angst zu machen. Die Deutschen sind ja überhaupt die Meister im Krimi gucken. Und jetzt kriegen sie es halt mal so richtig doll serviert. Und das Ganze in Groß und Kino und Fatih Akin, mehr geht nicht.